Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Omnibus Simulator, der gepflegten Simulationskunst. Wir fahren von der Stadtgrenze zur, ja, zu Freudstraße. So. Ist schon ziemlich lange her, seitdem ich Let's Play gemacht habe über, über Omnibus Simulator, den Bus Simulator der gepflegten Kunst. Ach, wir müssen den Motor noch anmachen. Den Gang einlegen. Und ab geht's. So, dann wollen wir mal los. Dibi, dibi, dip, dip, dip. Nächster Halt, ich weiß es nicht. Ihr werdet ja sehen, wenn die ankommt. So. Fahren wir hier mal. Boah, es ist aber schon wirklich Ewigkeiten her, seitdem ich hier den Omnibus-Simulator gespielt habe. Macht eigentlich relativ Spaß. Ist natürlich Geschmackssache, muss man Interesse für haben. Aber ich finde den gar nicht mal so schlecht. Realitätsmäßig, ja. Also, das Automodell ist ziemlich gut gemacht. Kassensystem auch. Wir fahren heute ohne Kassensystem. Weil mir das so stressig ist alles. Wir fahren mit einem Bus, Baujahr 1985, der ist ein Jahr jünger als ich, also geht auch schon stark auf die 30 zu. Aber ich finde der hier, der ältere Bus, der hat mehr Power als der von 1992, der Doppeldeckerbus. Ich zeige euch den gleich mal von außen. Ich habe Werbung vom Pitstop dran geknallt. Weil nur so in so einem komischen Taxi-Kack-Beige schaut das gar nicht so gut aus. Guten Abend. Guten Abend! Wir haben Spielzeit, haben wir 20.58 Uhr und 48 Sekunden. Wir haben den, wie viel haben wir? Den 28.07.1988, Leute. Das ist der schicke Bus. Alt, aber fährt noch, wie man sieht. So, Blinker setzen und, oh, noch nicht rausziehen. Jetzt aber. Go, go, go. So, nächster Halt. Hobbithausen. Was ich ganz gut finde an Automatikfahrzeugen, so wie bei dem Bus hier, es gibt Kickdown. Also Beschleunigungstaste voll reindrücken plus Kickdown und noch mehr Beschleunigung. Möchte jemand einsteigen? Nein, möchte nicht. Doch, wollte. Aber ach, egal. Wir fahren uns einfach weiter. Dann ist der Benny Express, da geht ein bisschen schneller alles hier. Ah, jetzt ist die Ampel rot. Ah, da wird sie grün. Da wird sie grün. Da freut sich der Benny. Go, 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 drück mal auf die Tube da. Yo. Boah, fahr doch, ey. Gleich steige ich aus, ziehe ich aus dem LKW und dann. Ja, dann gibt's Ärger. Dann lege ich dich übers Knie. Komm, einsteigen. Gib Gas. Guten Tag. Guten Tag. Ja, guten Abend, aber egal. Läuft ja eh, als ob ein Stock im Arsch hättest. Ach jo. Genau, unser Ziel ist Freudstraße. Die ganze Szenerie spielt sich in Berlin ab. Wie ihr gesehen habt, 1988. Wir haben ein trockenes Klima und fahren in der Nacht bzw. Abend. Das nächste Mal, wenn wir fahren, mache ich mal Schnee an. Schneesturm, Eisglätte oder Regen. Dann ist die ganze Sache nämlich ein bisschen schwieriger zu fahren. Ach guck mal, da holen wir schon einen anderen Bus ein. Welche Linie ist das? 97er, wir fahren aber den 92er. Kann das sein? Ne, scheiße, ich muss da rüber. Sind wir schon gefailed hier. Wir müssen ja hier links rein, die Haltestelle. Die befahren wir ja gar nicht. Sondern nur der 97er. Lululululul. So. Hier sind wir aber richtig. Miss Stock im Arsch, guten Abend. Hallo. Hallo. Oh,
weiter geht's. Keine Zeit. Ach, die Tür hinten ist noch nicht richtig verriegelt. So, jetzt aber. Jetzt geht's aber los hier. Party Express. Das Gequietsche, was ihr gehört habt, ist die Bandansage. Man müsste eigentlich selber was sagen, da es früher noch keine Bandansage gab. Da ich jetzt aber die nächste Haltestelle nicht weiß, kann ich keine Bandansage machen. Und rum hier! Ich glaube, in der Realität möchte keiner mein Fahrgast sein. Aber das tut ja nichts zur Sache jetzt. Bei dem Bus müssen wir aufpassen, dass er nicht überhitzen tut. Ranfahren, Blinker setzen, Türen auf. Jetzt bin ich wieder ins Mikro gekommen. Ja, hub du mal, ey. Meine Güte. Halt die Backen. Ja, man kann nicht eher losfahren, bis die Türen verriegelt sind. Logischerweise. Da hat der Benny es mir ja zu eilig gehabt. Go, 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 go. Alles raus aus der Karre. Sprit ist umsonst. Früher war der Sprit noch günstig. Die Gummi. Mal die Scheibenwischanlage hier. Für eine klare Sicht, damit wir noch schneller fahren können. Jetzt hört der Wisch nicht mehr auf. Boah, was ist das denn jetzt hier? Ja, abgelenkt. Hätte er gesagt Handy am Ohr, aber die gab es zu der Zeit dann noch gar nicht. Ich glaube, die ersten Handys kamen erst. Hier will gar keiner einsteigen. 1900. Ey, lass mich da vorbei jetzt. 1990 meine ich, wenn mich das nicht täuscht. Die ersten Kofferhandys. Lala. So, Blinker. Nee. Komm. Wir drehen uns um 360 Grad. Dö. Dürfte aber nicht meinen Orthopäde sehen hier. Bisschen die Nackenwirbel einrinken. Fahr doch, ey. Meine Güte. Sonntagsfahrer. Nee. Ganz schön viel los hier noch um die Uhrzeit. Gib Gummi. Ja, komm, wir machen hier mal Fenster auf. So, frische Brise, Berliner Brise. Da, wo die stinkende Luft herkommt. Ehemalige DDR und so, da Dresden. Da riecht es doch alles komischer. Wegen Tschernobyl-Opfers. Nicht Opfers. Schuld, das tut mir alles leid. Nein. Ich nehm's ja zurück. Aber wegen Tschernobyl ist halt Dresden und so die Umgebung da ein bisschen mehr verschmuckter als hier in Nordrhein-Westfalen. Das muss man ja mal so sagen. Da möchte jemand aussteigen, deswegen leuchtet die Leuchte gelb. Ja, ich steig aus, Dude. Go, go. So. Und weiter geht's. Ja, Freudstraße, das sind, ich weiß nicht, wie viele Haltestellen, 15 sind, nein, mehr, 16, 15 bis 20 Haltestellen, die wir jetzt durchbrettern. Mittlerweile kenne ich den Weg auch auswendig, also brauche ich die Wegbeschreibung nicht. Wo ich später jetzt gleich, werde ich euch mal zeigen, abkürzen werde, weil ich diese Haltestellen-Theorie einfach nur sinnlos finde, wenn ich da lang fahre. Weil wir dann einmal im Kreis fahren. Oh, da geht's wieder zu und können losfahren. Das geht bei dem Bus hier schneller als bei dem modernen Bus. Modern ist gut. 1992 ist ja nicht mehr modern. Aber zu dem Bus hier von 1985 doch schon eine dicke technische Besserung. Go, 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 go! Gadget, gib Gas hier. Über die Golf 2, das war ja übrigens das Top-Auto zu den Jahreszeiten bis 1990 und so weiter und so fort. Genauso wie der, wie heißt der, Opel Kadett auch, aber der Manta, da vorne ist er. Da dürfte er mehr, das ist der Manta. Manta gegen Golf 2 und Golf 1. Das war ja wohl die Rivalität überhaupt. Wer den Film Manta kennt und Manta, weiß Bescheid.
Wenn ihr noch nicht von euch gesehen habt, müsst ihr euch angucken, das ist cool, den muss jeder gesehen haben. Oh Mann, jetzt haben wir den Bus hier vor uns eingeholt. Das ist doch 92, ne ja, 92er. Ach, egal. Egal, das schaffen wir schon. Kriegen wir schon auf Kette. Wenn nicht, überholen wir den einfach und fertig. Oh, fahr mal. Biech ab da mit deiner Schüssel. Ach ja. Go! Blinkt nach links, aber will rechts an die Haltestelle. Und doof ist, da müssen wir natürlich jetzt auch hin. Wisst ihr was, ich lasse den jetzt hier raus. Und dann werde ich den da jetzt gleich überholen. Komm, gib Gas, mach Tür zu hinten. Kavalierstör. Ach, scheiße. Mann. Weg da! Ich will den jetzt gleich überholen. Fahrt doch alle. Auspuff, Stoßdämpfer, Bremsen. Schleichwerbung. Komm, gib Gas, ey. Ich hab keinen Bock auf dich da jetzt darum zu gurken. So. Hab du eh mehr Power unter Marsch als du. Jetzt geh weg da. Ich ramm den gleich. Ganz einfach. Wegrammen. Jetzt rum, schaff ich. Super. Wow. Der ist ja lebensmüde. Hätte ich den jetzt mitgenommen, der wäre so dünn wie eine Cola-Dose. Ui, die Nase läuft. Oh nein, da ist schon wieder ein Bus. Aber das ist jetzt nicht der 92er, oder? Nee, 97. Das ist mir ja wurscht. Guten Abend. Abend. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten, da ja die Ampel rot ist. Gib Kniegas gleich da bitte. Blinker kann ich ja schon mal ausmachen. Go, move. Mal fahren auf über Rot, ey. In Holland fahren sie auch alle über Rot. Ach ja. Wie viel Grad haben wir? 23,8 Grad. Ist schon mal eine ganz annehmbare Temperatur um die Uhrzeit. Entschuldigt mal Nase hochziehen, aber wenn ich die Nase nicht hochziehe, dann läuft sie. Da ich jetzt kein Taschentuch in der Nähe habe, müsst ihr jetzt mit klarkommen. Nö. Boah. Also, ne, wo der seinen Führerschein gemacht hat. Aber dafür, dass es alles KI hier ist, ist es ganz schön, ganz schöne Wegstrecken haben die. Die fahren ganz ordentlich eigentlich. Was natürlich der Super-GAU, das wäre das geilste Mal überhaupt, wenn das hier mal alles im Multiplayer gehen würde. Genauso wie den LKW, der Eurotruck-Simulator. Das wäre auch schön. Will er jetzt hier rein oder nicht? Ja, will er, oh Mann. Jetzt muss ich im Tier warten. Ich muss da vorne hin zur Haltestelle. Ach ja. Egal. Wir werden dafür bezahlt, dass wir hier fahren. Dann können wir auch, ne? Geduld beweisen. So. Einsteigen bitte. Was macht der andere Bus? Hallo. Der wartet. Gut. So lange mal warten. So, ab geht's.
Nee, 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 nee.